Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000Best TV. Heute schauen wir uns gemeinsam ein neues Gadget an am Navigationshimmel. Soll auch ein Stern sein. Das neue Garmin Zumo XD. Ja, das Imperium schlägt zurück. So könnte man den Test beginnen vom Garmin Zumo XD. Ich bin schon einiges damit gefahren. Ich habe es verwendet auf Mountainbike, zu Fuß und auf der Trail und auf der Africa Twin, also auf der Reise Enduro und mit der Ninja H2, mit der ZH2 bin ich auch ein paar Meter gefahren. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass das Navi ziemlich sicher das beste Ding ist für Reise Enduros, muss man so sagen. Deswegen sage ich auch, das Imperium schlägt zurück, weil Garmin jetzt echt einen großen Schritt vorwärts gemacht hat mit diesem Zumo XD. Was ist so, wie soll ich sagen, das große Ding an dem Navi? Wenn man es auspackt, fällt natürlich sofort dieses durchaus, ja, muss man so sagen, das brillante Display ins Auge. 1200, schieß mich tot, Pixel. Von der Auflösung her total strahlkräftig, total klar. Und auch in der Bedienung, also es kommt halt immer schwer rüber im Video. Ich versuche es dir trotzdem ein bisschen mitzugeben. Also es ist einfach ein brillantes Display und auch die Bedienhaptik ist okay. Funktioniert auch mit dem Handschuh wirklich gut. Also es ist immer noch so, wenn man jetzt daneben das Handy hat, nur dadurch, dass das Display so gut ist, beginnt man es auch mit dem Handy zum Vergleichen. Ist natürlich durch die Technologie, wie das geht, die Bedienung am Handy immer noch präziser und besser. Aber dafür klappt sie halt hier auch mit dem Handschuh. Das ist so der Eindruck, der beim ersten Einstieg, ja, durchaus ins Auge sticht. Im Prinzip, die einzigen negativen Punkte, die auffallen, fallen leider gleich zu Beginn auf. Ich zeige es auch gleich her. Sobald man das Navi beginnt mit der Halterung zu hantieren, und die meisten von euch werden es wahrscheinlich am Motorrad montieren, auf einem Geländemotorrad montieren, werden dann draufkommen, hey, was ist denn das da hinten für eine komische Halterung? Du hast zwar einerseits diesen Remount, dieses Remount-System mit dem Kugelkopf. Es ist jetzt nicht von Remount, Entschuldigung, dass ich den Markennamen jetzt besudelt habe, aber es ist eine Kugelhalterung, die perfekt robust mit 4 Schrauben, auch mit Schwingungsdämpfer und so gelagert sind, alles wunderbar. Aber dann ist irgendwie diese Halterung selbst, welches dieses globige Teil auf das Gerät positioniert, relativ filigran und du hast dann so nicht das Gefühl des Einrastens, des Feste, dann kannst du natürlich auch falsch rum reinlegen, ja, jetzt weiß ich schon nicht. Und genau das passiert auch bei den ersten Montagen. Habt ihr das jetzt gemerkt? Du hast, dieses Einrasten ist vor allem mit Handschuhen nicht adventure-mäßig genug. Ja? Also da würde ich mein ein sattes Klonk erwarten, wie wenn zwei Waggons aneinander fahren, weil natürlich der Rest, wo es dann hier weitergeht zum Fahrzeug, das ist natürlich viel robuster. In der Praxis hat es gehalten immer, es ist natürlich nie aufgegangen, es ist nur das Öffnen und Schließen einfach für die eigentlich martialische Anwendung auf einer Enduro aus meiner Sicht zu fummelig. Das nächste, was jetzt in meinem Fall war auf der Africa Twin, es war eine Halterung mit dabei, wo die Schrauben, um das am Lenker zu montieren, zu kurz war. Also da, ja, das hat irgendwie Garmin irgendwie falsch berechnet. Da, ja, ist halt so. Habe ich in meinem Archiv aber natürlich eh andere Halterungen, andere Schrauben auch noch gehabt. Okay, jetzt haben wir das mit dem Jammern auch schon hinter uns, weil die nächsten Sachen, was dann kommen, sind wirklich leimend. Du nimmst das Navi, beginnst mal zu installieren und was sofort aufkommt, ist, dass das halt aus meiner Sicht wirklich gut zu Ende gedacht worden ist. Du verbindest das Handy dann mit einem WLAN, also jetzt hier zu Demo-Zwecken habe ich es auch mit dem Hotspot von meinem Handy verbunden. Zu Hause habe ich es mit dem Heim-WLAN verbunden. Beim Erst-Setup muss man es bitte unbedingt mit einem WLAN-Spot verbinden, wo man keine Datenlimits hat, weil das erste Mal ladet eine aktuelle Karte runter. In meinem Fall waren das dann gleich einmal 7,5 GB. Diese ganze Aktualisierung klappt alles, ohne dass man das irgendwie am PC anstecken muss. Also es klappt einfach übers Wi-Fi. Und das ist schon mal toll, eine tolle Erleichterung für Leute, die nicht mit Basecamp herumhantieren möchten oder mit irgendwelchen zusätzlichen Apps. Du kannst da dieses Navi einfach mit irgendeinem Wi-Fi verbinden, wo du einen gescheiten Tarif hast, und da hier fette Updates immer runtersaugen und das passt wunderbar.
unterwegs die kleinen Updates oder um die Connectivity-Funktionen zu nutzen, kannst du das natürlich dann mit dem Handy-Hotspot verbinden. Klappt auch wirklich reibungslos, also da braucht man echt Angst haben davor, weil viele haben ja da gleich Berührungsängste, muss ich sagen. Ich habe das wie immer pflichtbewusst ohne Bedienungsanleitung hingekriegt und tolle Geschichte, hat alles wunderbar funktioniert. Das nächste Killer-Feature aus meiner Sicht ist die Tatsache, dass Garmin, das ist auch, glaube ich, die Ambition von ihm gewesen, in dieses Gerät zwei Welten mit reinpackt hat. Offroad-Navigation und Onroad-Navigation. Du hast die gewohnten Straßenkarten mit am Start. Ihr seht das jetzt hier. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte die topografischen Karten mit anzeigen. Ich kann aber auch hier sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt hier auch Satellitenfotos mit anzeigen. Dann ist es so, dass ich die Fotos jetzt werden über den Mobilfunkvertrag runtergeladen, jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt mit Hotspot verbunden habe, wohingegen die topografischen Karten und die normale Straßenkarte, die ist natürlich schon, ja, die ist drauf installiert, die wird nicht runtergeladen. Und bei der topografischen Karte ist so, dass da echt gutes Kartenmaterial schon mit dabei ist. Ich meine, ich habe mir noch zusätzlich von OpenMTB Map Kartenmaterial gekauft, das habe ich auch mit drauf installiert, weil ich auch fürs Mountainbike-Fahren dann da dort noch geileres Kartenmaterial brauche. Aber fürs Enduro-Fahren hast du echt schon geiles Europakartenmaterial mit am Start und kannst damit im Prinzip die Welten Offroad und Onroad in einem Gerät verbinden, wo du früher immer gehabt hast, weiß ich nicht, ein Oregon oder ein Montana und dann noch für die Straße vielleicht ein TomTom oder auch ein Garmin, je nachdem, was du halt lieber gehabt hast. Es ist auch die Geländedarstellung, ich zoome jetzt hier ein bisschen raus, dann sieht man auch ein paar Feldwege auch schon mit am Start, man sieht auch hier einen Track, den letzten Mountainbike-Track, den ich gefahren bin hier. Bitte nicht nachfallen, ist alles illegal, müssen wir schnell rauswischen. Also ihr seht hier, es ist eine wirklich gefällige Geländedarstellung mit drauf, es ist wirklich schon eine detailreiche Darstellung mit dabei. Er findet viele Wege, wo ich mir gedacht habe, ob er den mit drinnen hat. Also ich habe das natürlich in Regionen ausprobiert, wo ich mich auskenne. Also wirklich top, bin ich echt begeistert gewesen. Und das hätte jetzt für mich das Zeug, ein Gerät für alles zu sein. Muss aber dann gestehen, dass ich beim Wandern und beim Mountainbike-Fahren hat es auf der einen Seite, ist mir ein bisschen zu edel, also Mountainbike jetzt dann da irgendwie durch die Sträucher hirschen, da war es mir dann zu schade, da nehme ich jetzt weiter mein grindiges Montana noch und es ist halt auch ein bisschen zu groß. Technisch funktioniert es aber, also wer möchte, kann damit Mountainbike, Wandern, alles machen, weil diese Topo-Karten halt auch mit drauf sind. Ja, und wo man jetzt diese, wie soll ich sagen, diese Connectivity nutzen kann und wo es, was am ersten Moment ein bisschen beängstigend ausschaut oder sich anhört, ist, wenn man dann konfrontiert wird, irgendwelche Apps zu installieren. Also ich habe jetzt hier am Handy die Garmin Drive App installiert, die ermöglicht mir über einen Garmin-Account, den man halt anlegen muss, quasi das Handy zu bedienen und dann Points of Interest, die man am Handy findet, aufs Navi zu senden. Das heißt, ich sage mal jetzt, ich suche jetzt hier ein Restaurant, einfach weil ich von der Bedienung her immer noch Google Mail, muss man so sagen, einfach noch leimander finde wie das Garmin Navi, es ist halt so, auch wenn es hier deutlich schon besser geworden ist als früher, nichtsdestotrotz, also ich glaube, da sind wir sehr einig, also über Google Maps mit den ganzen Bewertungen, allem drum und dran, da kommt nichts drüber. Das heißt, Gasthaus Weidinger, Mörderschnitzel in der Neustadt, gleich meine Empfehlung dazu. Drücke ich jetzt hier auf Ort teilen und wähle jetzt hier unten aus in der ganzen Liste Garmin Drive, das ist die installierte App. So, jetzt habe ich hier quasi den Points of Interest gefunden und jetzt schickt er mir das quasi übers Internet, weil ich bin ja hier mit dem WLAN, mit dem Hotspot, mit meinem Handy verbunden, schicke ich den Points of Interest hierher und kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt hier eine neue Route starten. Ja, das ist jetzt so, dass ich bin jetzt natürlich hier jetzt nicht, ich habe jetzt hier natürlich keinen GPS-Empfang hier drinnen. Das ist durchaus eine Connectivity-Funktion, die auch Leute, die das eigentlich nicht so mögen, dieses ganze Gedöns, noch nutzen können. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch schauen und diese Connectivity-Funktion noch viel weiter nutzen. Es gibt ja doch dieses Garmin Explorer, das kann ich nicht direkt von diesem Gerät hier nutzen. Es hat keine Connectivity zum Garmin Explorer, aber Garmin Explorer kann mir Informationen an das Garmin Drive schicken und das Garmin Drive schickt es dann aufs Handy weiter, aufs Navi weiter. So mal zu der ganzen Connectivity-Sache.
Was war in der Praxis, wie habe ich es genutzt? Also ich muss dazu sagen, dass auf der Reise Enduro das Gerät richtig Spaß gemacht hat. Also das ist dann so, dass halt du mit den normalen Straßennavigationsfunktionen ein Routenziel ansteuerst und dann siehst du dort einen leibenden Feldweg irgendwo rein und dann denkst du, könnte man jetzt reinfahren? Und dann kann man da wirklich direkt auf dem Navi auch die Recherche machen und schauen, okay, wie weit geht der Weg? Wird es dann eher ein niedergradigerer Weg oder bleibt er auf dem Niveau? Sind Bachdurchfahrten mit dabei, wie auch immer? Das heißt, du kannst wirklich am Display ein bisschen recherchieren und dann kannst du den Weg entlang fahren. Das Routing natürlich macht das Gerät immer so, dass es legal bleibt. Ja, also das Gerät schickt dich jetzt nicht über Fahrverbotswege, womit es natürlich in der Praxis so ist, dass man das selbst entscheiden muss. Also in der Praxis, wenn ich sehe, ja, es ist jetzt Montagmorgen, da wird jetzt ist niemand dann stoßen, wenn ich da die 2-3 Meter da jetzt ein bisschen illegal fahre, dann macht man das halt und dann kann man sich aber dort nicht auf diese Routing-Funktionalitäten verlassen. Das ist nur für die österreichischen Zuseher, die Deutschen werden jetzt gleich ohnmächtig zusammensacken. Dann fahren wir da in dem Gelände herum, wo man sich halt selbst entschieden hat, das zu tun oder auch nicht, aber natürlich immer mit Respekt und mit Gehirn einschalten. Und wenn man dann das Gelände verlässt, war es in der Vergangenheit so, wenn man jetzt ohne Navi unterwegs war, war natürlich ein Wahnsinn, da bist du irgendwo im Universum verloren gewesen. Aber hier hast du immer das Gefühl, wo du bist. Durch diese Mischung von topografischer Karte und der routingfähigen Straßenkarte kannst du dir dann, egal wo du rauskommst, dann immer wieder einen Weg zurück in die Zivilisation quasi suchen. Und das funktioniert in der Praxis wirklich geschmeidig und lässig. Und dann nutzt man dann die Reise-Enduro dann oder dort auch einfach ein bisschen abenteuerlicher und traut sich doch einmal ein bisschen einen verwegenen Weg hineinfahren, den man sich in der Vergangenheit nicht getraut hat. Das nächste was ich sagen muss, es ist mit dabei auch eine Festverkabelung für den Stromanschluss, die braucht man auch, weil es hält 3 bis 4 Stunden, wenn man es nicht an einer Stromquelle anhängt. Du hast hier hinten mit drinnen die Möglichkeit, dass du die SD-Karte natürlich reingibst, aber du hast natürlich hier noch ja, den aus der Steinzeit USB-Mini-Anschluss und ich weiß jetzt gar nicht welcher, ich kenne ihn gar nicht mehr, ich habe kein zweites Gerät mehr, das so einen verwendet. Dadurch musst du natürlich ein extra Kabel mitführen, wenn du jetzt nicht die Festverkabelung nutzen möchtest. Ja, ist aber leider notwendig. Wie gesagt, der Akku selbst hält bloß 3,5 Stunden, Festverkabelung mit dabei, Zigarettenanzünder, 12 Volt Anschluss fürs Auto eigentlich auch mit dabei, aber kann man natürlich auch am Motorrad nutzen. Das nächste, was ich sagen muss, ist wasserdicht nach IPX67. Und was war noch wichtig, genau, was in der Praxis auch gut funktioniert hat, Zieleingabe, zum Beispiel jetzt in Österreich die Klassikerstrecke, kalte Kuchel. So, Alpengasthof kalte Kuchel, hier gleich mit den TripAdvisor-Bewertungen, natürlich beste Bewertungen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte einfach so quasi normal hin navigieren. Und ich kann hier sagen, ich möchte diese Garmin Adventures Routing Funktionalitäten nutzen. Und diese Sachen habe ich natürlich ausprobiert bei mir in der Gegend, wo ich sage, okay, ich kenne mich aus. Das ist jetzt so, dass ich quasi hier das Adventure Level einstellen kann mit diesen Schieberegler und sage, okay, ich möchte jetzt viele Kurven haben oder ich möchte es einigermaßen direkt haben und verzichte auf ein paar leimende Streckenabschnitte. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier quasi 1 Stunde 18, 72 Kilometer und wenn ich jetzt mehr Kurven nehme, habe ich 88 Kilometer, 1 Stunde 31. Ich habe es bei mir mit meinen Hausstrecken ausprobiert. Er findet gute Strecken, die ganz argen Geheimtipps findet er auch nicht, muss man sagen. Aber wenn ich jetzt im unbekannten Gebiet unterwegs bin und dort die Strecken finde, die er bei mir daheim findet, bin ich schon super zufrieden, weil das ist echt ein hohes Niveau an Details, die er findet. Was er auch macht, das hat mir beim TomTom nicht gut gefallen, das macht er besser. Also dieses Adventurous Routing führt dich jetzt nicht durch irgendwelche komplett sinnlosen Seitengassen, nur möglichst viele Kurven zu fahren, sondern er stellt mit einer erstaunlichen Treffsicherheit eine gute Route zusammen. Also der baut auch ein paar gerade Stücke ein, wo es halt einfach nichts Besseres gibt und lässt sich nicht 20 Mal durch irgendwelche Kreisverkehre fahren, nur weil dann mehr Kurven mit dabei sind. Also es kommt tatsächlich ohne Planungsaufwand eine richtig nette, gute Tour zusammen. Den Feinschliff kann man sich noch selber machen, aber es ist schon mal wirklich schwer in Ordnung. Was du gleich mit dabei hast, ist dieses Höhenprofil. Ist wirklich immer für die Abenteuer gut zu wissen und ist sicherlich auch eine Funktion, die man im Offroad gerne verwendet. Passt wunderbar. Ja, was auch noch
wirklich in der Praxis gut funktioniert, war der Datenaustausch mit diesen GPX-Dateien. Also ich habe mir die wirklich mit WhatsApp schicken lassen von meinem Haberer. Dann habe ich, das ist ein dufter Kumpel für Deutschland, habe diese GPX-Dateien gekriegt. Die habe ich dann in das Garmin Explorer eingespielt und von dort über dieses Garmin Drive aufs Gerät bekommen. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber wirklich, das ist deutlich angenehmer als früher mit dem Basecamp. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch Luft nach oben, das könnte man immer noch besser ja, in ein Universum vereinen, aber es ist dieses Zusammenspiel von Handy-App plus dem Gerät hier, ist schwer in Ordnung und die Freaks, die können ja immer noch das Basecamp verwenden, einfach mit dem USB-Dinger hinten anstecken und so arbeiten. Das passt ja wunderbar. Ja, ich habe gesagt, 3 bis 4 Stunden Akkulaufzeit, das war halt bei mir so in der Praxis immer mit voller Beleuchtung einfach Deluxe. In der Werbung steht, glaube ich, 6 bis 7 Stunden drinnen, das habe ich aber in der Praxis nicht erreicht. Insgesamt finde ich es, aus meiner Sicht, ist es jetzt das beste Navi für Reise-Enduros. Wasserdicht, robust, tolles Display, tolle Routing-Funktion mit diesem Adventures Routing, echt praxistauglich, tolle Connectivity-Funktionen, topografische Karten und Straßenrouting, alles in einem Gerät, passt wunderbar. Zwei kleine Hopperlas in der Planung sind leider passiert, habe ich schon erwähnt, finde ich nicht so prickelnd, kostet 500 Euro. Ist nicht günstig, ist so als Zweit- oder Drittgerät wahrscheinlich ein bisschen zu heftig. Das heißt, die schon eine gut sortierte Navi-Sammlung haben, könnten jetzt immer noch die Offroad-Sachen mit E-Trax oder Montana machen und fürs Onroad sich was anderes kaufen, was günstiger ist. Wer sagt, hey, ich möchte ein Gerät für alles, da ist das im Moment die beste Lösung, das kann einfach alles richtig gut. Wer es kaufen will, auf Amazon habe ich es gekriegt um 500 Euro, das habe ich einen Link drunter, auf Polo glaube ich auch ca. 500 Euro, ja, wird ungefähr sich um diese 500 Euro einpendeln. Ja, mit dabei ist das Kartenmaterial und soweit von meiner Seite mein Feedback. Noch wichtiger wäre jetzt aber euer detailverliebtes Feedback, da sind die einige Nerds immer mit dabei bei uns in der Community. Postet eure Erfahrungen unten drunter für die Gemeinschaft, dass wir da eine kleine Wissensbank, Datenbank aufbauen zum Garmin Zumo XD für die Saison 2020 und darüber hinaus. Danke, tschüss und baba.